Es ist seine Leidenschaft, dieses Sammeln, diese Spurensuche. In der dürren Ach nahe bei Pfronten ist Heinz Schubert unterwegs. Vor mehr als 200 Millionen Jahren war hier ein riesiges Meer mit Korallenriffen. Südsee-Feeling im Allgäu. Und das, was davon übrig geblieben ist, steckt in so manchem Stein von hier. Was ist denn so faszinierend an solchen Steinen? Dass die vor Jahrmillionen entstanden sind und jetzt von dem Wasser wieder freigespült werden. Jahrmillionen keiner in der Hand geht vorher. Aber wir jetzt eben. Das sind die Steine, nachdem sie durch die Hände von Heinz Schubert gingen. Seine Steinkugeln. Als blicke man direkt in ihr mineralisches Herz. Die dunkelroten Flecken sind Granate, also tatsächlich Edelsteine. Aber bei diesen Kugeln bestimmt nicht der Preis ihren Wert, sondern die Schönheit jeder einzelnen. Aus groben Brocken werden Kugeln. Gewusst wie. Heinz Schubert hat dafür ganz spezielle Maschinen ausgetüftelt. Schließlich ist er Elektrikermeister mit Erfindergeist. Heinz, was ist jetzt das für eine Maschine? Ja, ich war beim Hilti, ich wollte eine kaufen. Aber die wollten unmöglich viel Geld von mir. Da habe ich mich entschlossen, die selber zu bauen. Zunächst bloß mal als Provisorium, das kann man gut sehen, das ist bloß Sperrholz und unter das Metallgestell. Aber hat all die Jahre gehalten und ich bin halt bei dem geblieben. Das sind die Steine aus der dürren Ach und einem davon geht's jetzt an sein Innerstes. Dieser graue Brocken birgt nämlich ein Geheimnis in sich, das er nach und nach preisgeben wird. Welches? Das werden wir noch sehen. Die Kernbohrung ist der erste Schritt, um an das Steininnere zu kommen. Wäre er nicht so ein Tüftler, dann hätte er viel Geld für eine solche Bohrmaschine zahlen müssen. So hat er sich die Einzelteile einfach selbst zusammengekauft. Auch die Technik der Wasserzufuhr ist sein Konstrukt. Die ist nötig, damit alles wie geschmiert läuft. Und so hält dieses Provisorium anstandslos seit 15 Jahren. Das Ergebnis ist eine, sagen wir mal, Steinwurst, die an beiden Enden erst einmal abgeschnitten werden muss. Danach wird der Zylinder formatiert. Die Vorrichtung ist selbstverständlich auch wieder Marke Eigenbau. In exakten Winkeln wird Stück für Stück abgetragen und der Stein kommt der Kugelform ein bisschen näher. So sieht jetzt die formatierte Kugel aus. Die Drehung erfolgt in 30 Grad Schritten, so wie bei der Uhr die 5 Minuten. Und wir haben jetzt da 48 Schnittflächen da dran. Alles, was wir wegsägen, brauchen wir hinterher nicht wegschleifen. Die formatierten Steine kugelrund zu schleifen, geht mit Wasserkraft. Zum Beispiel in der Pfrontner Höllschlucht. Dort gibt es eine Kugelmühle. Regelmäßig bringt Heinz Schubert seine vorbereiteten Steine hierher und Tom Osterried vom Waldseilgarten zeigt, wie es geht. Das sind die Rohlinge, die vorformatierten. Ja. Das ist das, was wahnsinnig viel Arbeit ist, die so herzustellen. Und da ist einfach viel Arbeitszeit gebunden mit denen. Und die legen wir jetzt in die Mühle ein. Da gibt es extra so eine Vorrichtung. Damit man den sogenannten Läufer anheben kann. Ziemlich viel Gewicht. Wie viel gibt der? Boah, ich denke, einen Zentner wird der schon haben. Also alleine schaffe ich es nicht. Ja. So mit Kraft zum Hebel. Und wenn du da unten reinschaust, dann siehst du hier die Rille, der Schleifstein. Und oben drin im Holz ist auch nochmal eine Führungsrille. Weil am Anfang ist der Stein ja platt. Und da wird er geführt über die Holzrille. Die ist vorne weg schon reingefräst worden. Und da legen wir dann so 6 bis 7 Steine da ein. Ohne Heinz Schubert gäbe es diese Kugelmühle übrigens gar nicht.
Die Rolling Stones im Waldseilgarten sind eine Attraktion geworden. Was die Wasserkraft in der Höllschlucht alles schafft? Unglaublich, sie treibt den zentnerschweren Läufer an. Und so entstehen über einige Stunden Kugeln. Eine Tradition, die Heinz Schubert wieder aufleben ließ. Im Rahmen der Dorferneuerung waren wir aufgefordert, als Kappeler Bürger, uns Dinge einfallen zu lassen, die den Ort touristisch weiterbringen. Und da ist mir eine Kugelmühle eingefallen. Also diese Steine aus dem hiesigen Marmor, dem Kappeler Marmor, sind schon mal rund. Rund sind aber auch die Steine daheim beim Heinz Schubert. Wie hat er das gemacht, so ganz ohne Kugelmühle? Auch da hat er sich was ausgedacht. Die formatierte Kugel wird an den erhabenen Stellen markiert und kommt in ein Schleifgerät, das, wie könnte es anders sein, Marke Eigenbau ist. Und peu à peu wird sich auch das Geheimnis des Steins aus der dürren Ach lüften. Dazu müssen aber zunächst die schwarzen Markierungen vollständig abgeschliffen werden. Wir warten derweil. Soll ich euch was Exotisches erzählen? Ja. Wir haben einen am Ort da, der fährt nach Indien mit seiner Frau. Und wenn man nach Indien fährt, dann hat man Guru. Und wenn man öfter nach Indien fährt, dann kennt man sich. Der Guru und dir. Und der hat dem Guru eine Kugel mitgebracht von mir und hat sie dem geschenkt. Das ist der Guru, aber scheinbar so ein hohes Tier, dass die Übergabe im Fernsehen erfolgt ist. Zuerst die Kugelübergabe im indischen Fernsehen. Ich habe Fotos oben. Heinz Schuberts Kugeln kommen halt weit rum. Ist ja auch kein Wunder. Sie sind nämlich ausnehmend schön. Auch die aus der dürren Ach. Ihr Herz offenbart nach und nach versteinerte Korallen. Weiße Punkte waren die Äste des Korallenbaums. Und diese mehr als 200 Millionen Jahre alten Relikte in der Steinkugel bekommt jetzt die Hanni Keller, die beim Heinz gleich ums Eck wohnt. So, Hanni, da hast du deine Kugel. Wow, schau mal, ob das richtig ist. So. Ja, herrlich, die gefällt mir ganz gut. Weißt du, das erinnert mich an meine Jugendzeit, wo ich auf der Alp hinter war, ja. Zur Berufsschulzeit. Herrlich. Ganz eine tolle Kugel. Ist die für Sie? Die behalte ich für mich, ja. Die behalte ich. Die kriegt einen Ehrenplatz. Heinz Schuberts Kugeln sind kleine Wunderwerke der Natur. Wer dies einmal entdeckt hat, der wird jeden gewöhnlichen Stein mit anderen Augen sehen, weil er von der Erdgeschichte erzählen kann und von der Schönheit dieser Welt.